Ja, servus und willkommen zur Gruppentherapie. Ich bin euer Therapeut Mac Burago und diese Therapie ist kostenlos. Und zwar diese Geistertherapie, denn das hier ist die Junkbox-Ausgabe Ghostbusters Folge 4. So, hier haben wir noch den Screen von der letzten Mission, von der Science Fiction. Und wir gehen gleich mal auf OK und schauen, was wir damit anfangen. So. Sieht man hier oben diese Fledermäuse rumflattern à la Dracula? Da sind wir fertig und wir gehen mal hier hin. Wir haben ja 169 Gold jetzt. Und schauen wir mal, was wir da mit dem Gold so anfangen können. Ja, den können wir auch mal ein paar leichte Kräfte geben. Vision. Ja, da hat er ein bisschen was bekommen. Können wir ihn auch Befehle anlernen direkt? Eigentlich. Okay, man kann ja bloß Kräfte lernen. Da haben wir noch die Spinne. Spiegel. Ich bin ja gespannt, was in dem Spiegelfeldmonster wohnt. Gehen wir eins tiefer. Ach, hier haben wir die Wetterhexe. Kräfte. Oh, die können auch mal ein bisschen was lernen. Entfernter Docken, Schrecken. Ja. So, da hat sie auch was gelernt. Und wir haben unsere Goldplasma um die Ecke gebracht. So. Bei uns geht es jetzt weiter in der Glamantry Villa. Oh, schickes Bildchen. Hat ein bisschen was. Ist zwar ein bisschen gruselig, aber ist auch ein Geisterspiel. In diesen Mauern lebte eine reizende alte Dame. Aha, reizend. Doch mit der Zeit umwölkte sich ihr Geist. Sie wurde immer wirrer. Besuch war ihre größte Freude. Sie konnte sich von ihren Gästen gar nicht trennen. So mischte sie Arsen in ihren Tee. Ha. Und alle blieben bei ihr. Für immer. Die Gräuel, die in diesem Haus geschahen, haben das Gemäuer bis in seine Grundfesten erschüttert. Oh Gott, wer schreibt solche schlechte Sprecher? Auch wenn ein Haus nicht unbedingt ein fühlendes Wesen ist, haben wir die Pflicht, die unsichtbare Welt zu schützen. Bring ans Licht, was niemand ahnt. Enthülle den Sterblichen die Leichen. Eine einzige wird jedoch nicht genügen, um der skeptischen Polizei klarzumachen, dass hier unheimliche Dinge vor sich stehen. Was ist denn das für eine nette Dame? Okay, da haben wir eine Leiche. Ja, wer hat nicht Leichen im Keller? Da ist die Leiche auf dem Dachboden. So, okay. Ich denke mal, hier arbeiten wir auch einfach mal dem empfohlenen Set. Aha, alles klar. Okay, wir arbeiten mit dem empfohlenen Set, weil was Besseres fällt mir auch gar nicht ein. Okay, ein Poltergeist, Geister. Zwei für draußen. Okay. Tja, dann versuchen wir mal unser Glück und spucken Enthülle einfach mal los. Den Sterblichen die verborgenen Leichen. Okay, da oben haben wir auch schon ein Rumhampeln. Also ich stehe auf dem Dach und mache diese blöde Antenne ja, heil. Das ist super. Gerade denke ich, jeder Drahtbügel wäre besser als das Ding. Und da wird mir so komisch. Ich denke noch, vielleicht hat die alte saure Milch in den Tee getan. Da explodieren mir auch schon die Eingeweide. Aua. Ich greife nach dem Kamin. Bin wohl reingefallen. Jetzt sitze ich fest. Kannst du mir mal helfen? Okay, der sitzt in dem Kamin. Den müssen wir irgendwie aus dem Kamin rauskriegen. Da. Alles klar. Dann sind wir hier. Da haben wir ja die Dame. Hallo, mein Hallöchen. Herr. Oder meine Dame. Oder was immer Sie sind. Oh Gott. Könnte ich Sie für unsere Gesichtspflege interessieren? Passend zur seidigen Feuchtigkeitscreme für die Nacht haben wir hier das nicht schäumende, revitalisierende Waschsyndet und ein reinpflanzliches Erfrischungstonic. Die Hände schweben einfach so. Darf ich Ihnen etwas Duft aufsprühen? In den ich würde Ihnen unsere Linie gerne an einer der Damen des Hauses vorführen. Sicher findet sich in unserer exklusiven Auswahl an Düften und Kosmetikartikeln das eine oder andere für Sie. Okay. Was haben wir sonst noch hier? Schauen wir uns aber weiter an. Gehen wir da weiter runter. Gibt es hier irgendwelche Geister? Einer ist noch zu finden. Okay. Ah, fangen wir einfach mal an mit Spuken. Und zwar, der Kleine lernt jetzt erstmal einen Poltergeist kennen. Und zwar Kräfte, Sicherung durchbrennen. So, was haben wir sonst noch hier? Den mal wegnehmen. Binden wir ihn mal hier an den Tee. Ah, an den Tee, der die interessante, wie soll ich sagen,
Dame gemischt hatte, binden wir die Wetterhexe mal an den Durchgang. Wir sollen ein bisschen sparsam sein, wahrscheinlich mal mit den Plasma. Da machen wir einfach mal ein bisschen Nebel. Okay. Hier haben wir den Keller, ein interessanter Fitnessraum. Eine Werkstatt. Ah, hier haben wir noch einen Geist. Sie war doch so nett zu mir. Okay. Hat mir sogar Tee gekocht, als ich ihr den Boiler reparieren kam. Und schwupps bin ich mausetot und sie mauert mich ein. Wenn doch nur ein Sterblicher vorbeikäme, dann könnte ich in seinen Körper schlüpfen. Okay, danke. Okay, binden wir... Ah, hier haben wir Erde, da können wir ihn ranbinden. Okay, dann lassen wir ihn mal da dran. Und der kennt mal eine Kälte mit Zittern. Zittern ist super. Okay. Jetzt haben wir noch den Universalgeist hier, den Boo. Den machen wir jetzt mal hier ran. Und den lassen wir mal volles Programm laufen lassen. Jetzt hoffe ich mal, dass wir jetzt bald mal jemand vergrauen können, weil sonst wird das Grauen lang ziemlich lange dauern. So. Wie sieht es denn eigentlich hier aus? Noch relativ unspannend. Ah, die ist bei der... geht zu. Ah, da unten. Fast wahnsinnig. Okay, der geht wieder nach oben. Schade. So richtig scheint das mit dem Spuken aber hier noch nicht so wirklich was zu bringen. Okay. Dann binden wir die mal hier dran. Okay, hier rasseln wir mit den Ketten und passiert was? Ein bisschen Plasma. Aber sonst... Oh. Hallo, was ist das für Dame? Aha. Die hat schon mal eine geile Frisur. Aber was die für Rolle spielt, warum da jetzt also eine lustige Katzchen drauf war, das weiß ich irgendwie nicht so wirklich. Okay. Irgendwie passiert gar nichts. Okay, wo ist er denn eigentlich defekt? Geht zu. Hm. Keine Ahnung, wo der ist. Ah, da, wo qualmt es ein bisschen. Okay, wir sind hier auf Maximum, wenn ich das so sehe. Okay, wir kommen ein bisschen in den Plasma-Alarm. Okay. Hier kannst du mal ein bisschen was machen. Bringt das überhaupt irgendwelche Eindruck? Der Handwerker ist angekommen. Das ist super, Handwerker. Könnte beim Entfüllen der Leichen dienlich sein. Okay. Schön, dass wir da Alarm haben und ich komme aber gerade nicht hin. Dann nehmen wir den mal raus. Okay. Entschuldigung, bin ich aber kurz gegen das Mikrofon geditscht. Mal sehen, ob ich das nachher noch sauber rausstellen kann. Aber ich hoffe mal... Ja, aber so richtig bringen tut das alles hier nichts. Irgendwie habe ich das Gefühl... Wir nehmen ihn mal komplett raus, würde ich mal sagen. Und wir haben hier die Wetterhexe, sollen wir ein bisschen mehr Gas geben. Und zwar hier, Schrecken. Ah, ein bisschen Antiwetter. Okay. Vielleicht mal ein bisschen hier nochmal höher ziehen.
Und wie scheint das hier alles nicht so wirklich was zu bringen? Ach, da ist ein Handwerker. Okay. Ah, der ist ein bisschen zu dick und passt nicht durchs Loch. Okay, können wir den noch ein bisschen höher nehmen? Der Jammerlappen hier ist verbraucht. Zeit für eine Teepause. Das sehe ich auch so. Ah, wir haben den befreit. Okay. Was ist das für einer? Leichnam. Okay. Da wäre wahrscheinlich... Das hier nur das Einzige, wo wir ihn wahrscheinlich hinbringen können. Binden wir ihn mal hier hin. Okay. Okay, da haben wir einen Toten. Können wir ihm auch mal Fähigkeit zuweisen? Kräfte? Feuertanz. Der gefällt mir doch schon. Da fahre ich mal lieber hier die Kräfte ein bisschen runter. Und schauen wir mal. Irgendwie bringt dieser Poltergeist gar nichts. Aha. Die Polizei ist angekommen. Okay, lass noch mehr Leute. Ihre Untersuchung. Die Sterblichen haben ein Skelett entdeckt. Das muss der Polizei gezeigt werden. Dann nehme ich den mal raus hier, weil der bringt irgendwie gar nichts. Und sag mal lieber hier, die Wetterhexe soll mal ein bisschen mehr Action machen. Okay. Naja, wenigstens funktioniert die relativ gut, aber sonst sieht es eigentlich knifflig aus. Irgendwie ist das jetzt das erste Level, wo es jetzt ein bisschen interessanter wird. Wo das nicht mehr so nach Schema F funktioniert, zu scheinen. Aber so richtig habe ich noch keinen Plan, was ich hier tun soll. Okay, die Polizei geht runter in den Keller. Das heißt, der muss an den gebunden werden. So, und der binden, nein, nicht binden, sondern Kräfte. Vielleicht kann ich da ein bisschen die Kräfte öffnen und die Polizei ein bisschen. Nein, zittern ist das Maximum. Backofen. Aha. Okay. Binden wir ihn mal an den wieder. Oder warte mal, was hältst du, wenn wir ihn an den hier oben binden? Ah. Ah, ist doch schon mal nicht schlecht. So ein bisschen Feuer überall. Okay. Hm, wirklich spannend. Hat denn überhaupt schon jemand hier Angst? Nicht wirklich. Die sind alle noch völlig entspannt, bis auf die Alte. Sterblichen Gesetzeshüter haben eine Leiche entdeckt. Die Polizei wird den Fund dieses Körpers melden. Doch erst die Entdeckung einer zweiten Leiche wird zu einer ausführlichen Untersuchung führen. Ja, wir haben doch schon eine zweite Leiche, und zwar oben in der Tür. Hm. Oh. Was haben wir denn noch da? Ach, wir haben noch ein Buch. Vielleicht sollte man... Können wir ihn überhaupt so alles anbinden? Okay. Was sind wir hier dran? Ja, der ist hier heftig. Binden wir mal... Die Tante hier dran. Okay.
Das hat scheinbar ein paar Punkte gebracht. Okay, den habe ich zwar an die Leiche da gebunden. Okay. Irgendwie bin ich ein bisschen überfordert mit dem Spiel. Also der Action- und Spannungsanteil hält sich ziemlich in der Waage. Also ich bin nicht wirklich begeistert von dem Zeugs. Es ist eigentlich totlangweilig, wenn man das genau nimmt. So richtig ist nicht klar, wie man die beeinflussen kann. Es wird zwar viel erzählt, aber naja. Das ist das Leid, wenn man was aus der Krabbelkiste nimmt. Dass man einen Griff in das Klo macht und nicht in die Krabbelkiste. Tja. Mein Timer erlöst mich auch gerade von dieser Schmach und Qual, denn die Zeit ist vorbei. Ich schau mal hier gerade rüber. Haben die gerade die andere Leiche gefunden oder warum wird hier geschrien? Nein, wird nicht. Okay, das war's dann auch schon für diese heutige Folge von der Junkbox-Gabe. Ich hoffe mal ernsthaft, ihr schreibt nicht rein in die Comments, dass ihr mehr davon wollt, weil das möchte ich mir ehrlich gesagt nicht antun. Die Geister haben zwar lustige Formen, aber so richtig steuern und Spaß sieht da nicht aus. Tja, also, bleibt mir nichts anderes übrig zu sagen. Ich bin Mekurago und sag Servus und Ade.